Herr Landeshauptmann, im Sport sagt man, es ist schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als ihn zum ersten Mal zu erringen. Können Sie diesem Spruch etwas abgewinnen? Dem kann ich durchaus was abgewinnen. Es ist eine ganz andere Ausgangsposition. Jetzt ist man Titelverteidiger und nicht Herausforderer, hat den Menschen zu erklären, was man in diesen 5 Jahren bewegt hat, was hat man versprochen, was hat man umgesetzt. Man ist sozusagen unter Anführungszeichen natürlich der Gejagte, der kritisiert wird. Aber ich glaube, ich habe mich mit dieser Rolle auch schon recht gut zurechtgefunden. Das Wahljahr hatte für die SPÖ nicht gut begonnen. Da war die Schlappe bei der Gemeinderatswahl, der Streit in der Grazer Stadtorganisation und auch der Abgang von Kurt Flecker war ja nicht friktionsfrei. Wie schwer war denn da der Einstieg in den Wahlkampf? Ja, das war in dieser Situation damals nicht leicht, aber ich glaube, wir haben das wirklich sehr gut geschafft, hier wieder zur Ruhe zu kommen sozusagen. Und heute glaube ich, dass ich wirklich von einer sehr geschlossenen steirischen Sozialdemokratie widersprechen kann und dass alle voll motiviert sind. Und ich schaue daher sehr optimistisch in Richtung des 26. September. Sie haben in einem Eigeninserat Ihre eigene Emotionalität angesprochen und gesagt, das war nicht immer von Vorteil. Wie gehen Sie damit in der Politik um, mit diesen Emotionen? Also ich glaube, dass nichts dabei ist, wenn auch hohe Politikerinnen oder Politiker Emotionen dann zeigen, wenn sie angebracht ist. Und ich bin halt jemand, wenn ich akute Ungerechtigkeit empfinde, dass ich dann auch emotional reagiere. Aber das war ja nicht über die ganzen Jahre und Monate hinweg so. Da hat es einige solcher Ausbrüche gegeben. Aber kann das auch der Grund gewesen sein, dass Sie nicht so einen großen Landeshauptmann-Bonus haben wie andere? Also ich glaube, dass das damit sicher nichts zu tun hat, sondern das hat sicherlich mit der parteipolitisch motivierten Strategie der ÖVP zu tun, in den letzten 5 Jahren alles zu tun, dass dieser neue Landeshauptmann nach 60 Jahren ÖVP-Macht im Land halt möglichst keinen Erfolg hat. Aber ich glaube nicht, dass diese Rechnung aufgehen wird. Stichwort Mindestsicherung. Die SPÖ wollte immer die 14-malige Auszahlung im Jahr. Jetzt haben Sie heute im Radio ganz klar gesagt, es könnte auch 12-mal gehen und da könnte es einen Kompromiss mit der ÖVP geben. Warum jetzt dieser Schwenk? Ich spüre, dass der Club der SPÖ im Landtag Steiermark durchaus diese 12 Mal mit der ÖVP vereinbaren wird letztlich, denn wir wollen ja nicht als einziges Bundesland dastehen und uns nicht an der Mindestsicherung sozusagen beteiligen. Welche Evaluierung in den nächsten Jahren darauf dann noch politisch vereinbar ist, das wird ja die Zeit danach zeigen. Der Wahlkampf ist ganz auf Ihre Person zugeschnitten. Auf dem jüngsten Plakat findet man die SPÖ fast gar nicht mehr, ganz klein links oben in der Ecke. Und es gibt auch eine Vorzugsstimmenaktion für Sie, für den Listenersten. Traut man sich eigentlich, die Marke SPÖ nicht mehr in den Wahlkampf zu schicken? Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, sondern ich hoffe, das richtig einzuschätzen, dass auch meine Partei erkannt hat, dass ich mich, und ich hoffe, dass das die Steirerinnen und Steirer so empfunden haben, dass ich wirklich versucht habe, ein Landeshauptmann für alle Steirerinnen und Steirer zu sein, dass ich jede Zielgruppe in unserer Gesellschaft nicht aus parteipolitischer Sicht, sondern als Landeshauptmann betrachtet habe, welchen Beitrag zum Ganzen leistet diese Zielgruppe, nicht parteipolitisch agiert habe. Und daher hat mich auch meine Partei jetzt im Wahlkampf als den Landeshauptmann in den Vordergrund gestellt. Und anders würde ich das nicht erklären wollen. Sie haben Anfang Juli Hermann Schützenhöfer ausgerichtet, dass Sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen nach der Wahl. Zuletzt hat es jetzt ein bisschen anders geklungen. Sie würden sogar mit ihm auf ein Achterl gehen, um die Zukunft zu besprechen. Ist also eine Neuauflage des Duos Schützenhöfer-Wobes nach der Wahl bei einem entsprechenden Ergebnis denkbar? Ja, es ist ganz klar jetzt theoretisch Annahme, dass wir wieder 5-4 in der Regierung wären. Ich hoffe natürlich wieder mit 5 SPÖ-Landesrätinnen, Landesräten. Dann ist es ja ganz klar, wenn Hermann Schützenhöfer an der Spitze der ÖVP bliebe, dass ich mit ihm vernünftige Gespräche zu führen habe und wieder einen neuen Boden zu legen hätte für eine Zusammenarbeit. Denn im Interesse des Landes kann man ja gar nicht anders agieren. Haben Sie sich da wieder ein bisschen bei den Wahlkampfdiskussionen gefunden auch? Ich glaube, dass wir ja das beste persönliche Verhältnis vor der Zeit gehabt haben, wo wir beide dann Erste waren.
Und ich glaube, dass wir den Respekt haben zueinander und auch im wirklichen inneren Kern durchaus miteinander können. Und sollte sich hier da eine neue Situation nach der Wahl ergeben, dann werden wir auch wieder aufeinander positiv zugehen. Davon bin ich auch überzeugt. Für Sie persönlich, sollten Sie Zweiter werden, dann steht Ihr Entschluss fest. Dann ziehen Sie sich aus der Politik zurück. Ja, ich habe ein klares Wahlziel. Das heißt, die SPÖ wieder zur stimmenstärksten Partei zu machen. Ich bin nach der Wahl dann bald einmal 58 Jahre alt. Und sollte ich dieses Wahlziel nicht erreichen, ich glaube, dann ist es besser, auch wieder jungen Kräften Platz zu machen. Nur, Sie können sich vorstellen, ich beschäftige mich mit dieser Variante überhaupt nicht.